Hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennen unserer großen F1 2019-Saison. Ja, hallo, grüßt euch. Ja, was jetzt neu ist, wir haben eine Liga aufgemacht. Das bedeutet, dass unser Fortschritt auch diesmal gespeichert wird. Das war nämlich bei den ersten zwei Rennen leider nicht der Fall. Funktioniert alles ein bisschen anders als im letzten Spiel. Da gab es ja noch eine klassische Meisterschaft, jetzt gibt es Ligen und dann noch das, was wir gemacht haben. Und hier sind jetzt auch Bots mit dabei. Das war der große Unterschied zur Pre-Release-Version, dass wir noch keine Bots drin hatten. Deswegen haben wir jetzt noch warten müssen mit dem dritten Rennen. Also besser gesagt AI oder KI, wie man es halt sieht. AI ist halt der englische Begriff. Ja, genau. Na gut, China also. Und die ersten zwei Rennen zählen jetzt also nicht. Also das erste Rennen haben wir eh keine Punkte geholt. Und im zweiten waren wir irgendwie Zweiter und Achter. Ja, aber du kannst China jetzt in- und auswendig. Wir haben es schon ein bisschen geübt. Die Pole ist Perfekt auf jeden sogar. Fall drin für dich. Und für mich, wenn Naja, ich schauen Glück habe, wir mal. vielleicht die ersten 10. Ich bin gerade irgendwie Achter geworden. Nicht so meine Strecke. Na gut, dann drücke ich dir die Daumen, dass du es Ja, ich auch dir auch. schaffst. Danke. Ich versuche anzukommen. Wir haben ja glücklicherweise keinen Schaden an. Wir haben auch mal ein bisschen mit Schaden gespielt. Das war ja nicht so toll. Muss man schon gut um die Kurven kommen. Ja, die Pole Position sieht schlecht aus, war viel besser. Konzentriert. Ich habe schon den lilanen Sektor angeblich, aber ich glaube, das sagt noch nichts aus, weil jeder gleichzeitig fährt. Ja, vielleicht spielt ihr auch aktuell F1 2019. Würde uns mal interessieren, was ihr so über das Spiel denkt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, seit Freitag ist es erhältlich, gell? Ja, seit Dienstag und es gibt ja zwei Versionen. Am Dienstag kam eine und gestern auch eine dann. Okay. Es gab ja die Jubiläums-Edition, die Genau. Legends-Edition und die normale. Richtig. Und die eine davon gibt es nur digital, glaube ich. Aber ich kenne mich nicht mehr so ganz aus. Wir haben auf jeden Fall alle Inhalte hier und zeigen sie euch. Und jetzt kommt die Pole, oder? Yeah! Oh, du hast geschafft. Siehst du? Hätte ich das vorher gelassen, dann wäre ich Erster gewesen. Du hast den Aber auch die rausholen Streckenbegrenzung noch mitgenommen. wollen. Ja, Ja, stimmt auch genau. wieder. Aber das ist der Druck, mit dem muss man da auch klarkommen mit der Ja, Aufnahme. klar. Das lernst du schon noch, René. Nee, nee, um Gottes Willen. Ich kenne es ja Spaß. schon überall. Muss mich schon so oft vor die Kamera stellen. Ja, bin ich froh, dass wir hier keine Kameras haben. Nee. Weil das sieht sehr, sehr grausam aus. So, Wetter ist beständig. Wir haben ja auch ein bisschen mit starken Regen experimentiert. Da sieht man dann wirklich nichts mehr. Haben wir Richtig. glücklicherweise ja nicht. Hast du mit Weiß ich jetzt gar Kupplung? nicht. Nee. Umso besser. Wir sind jetzt hier auf 40% KI-Stärke, falls ihr euch das fragt. Da muss man höchste Konzentration für sowas haben, sonst hauen sie dich nämlich gleich wieder raus. Oh ja, oh, ich werde schon erwischt. Ey, komm, ey, Ja, ist doch boah, einfach nur nee, jetzt hör Scheiße, auf, ey. Boah, nee, lass mich durch, ey. ey. Wie, lass mich Hallo, durch? Wo du sind wir schubst mich denn? voll weg, ey. Nee, ich sehe ja auch nur nach vorne. Ich schaue ja nicht mit dem rechten Stick nach rechts und links. Ja. Du hast mich gesehen mit meinem Reifen drin rechts. Nee, ich habe dich wirklich gar nicht gesehen. Ich habe es nur gespürt. Gespürt, aber nicht gesehen. Jetzt bist du vor mir, was ist da los? Ich habe vorher gestartet. Tja, du hast mir meine Pole Position weggenommen. Wohin? Also in der Übung. Jetzt muss ich natürlich wieder alles rausholen, Der was geht. Kaufmann, der rückt ja schon ganz schön auf die Pelle. Jetzt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Gelbe. Nicht so arg. Boah, Sorry. was, ey, Ja, ich boah, konnte nicht mehr bremsen. Ich nee. habe zu spät gebremst. Tut mir leid. Boah, ey, das ist doch echt,
Scheiße. Jetzt war wirklich keine Absicht. Also wenn man es nochmal im Replay sieht, ich habe... Kollision ausgemacht, oder? Schaden ist aus, ja. Aber Kollision hast du keine Zeit bekommen, oder? Wie Achso, Strafe habe ich nicht bekommen, ey. Eine Verwarnung. Ich würde dich jetzt auch vorbeilassen, wenn du direkt hinter mir wärst, aber bist du leider nicht. Jetzt müsste ich alle vorbeilassen. Wo bist du denn? Auf welchem Platz? Nee, es war wirklich... Ich bin voll in die Eisen gestiegen, aber es, ja, ja. Du siehst es nochmal im Replay, ja? Ja, ja, genau. Wirklich? Nee, es war wirklich kein Absicht. Du bist denn jetzt auf dem 5. oder wo? Ja. Ja, sobald du Vierter bist, lass ich dich vorbei. Ach, oh. Vier ist mehr. Ich schau da schon drüber. Nee, ich fand's ja auch scheiße, aber ich konnte nicht mehr heute bremsen. Ich bin schon wieder hinter dir. Ja, Wahnsinn. Ich muss dich ja gar nicht vorbeilassen, du bist für Schei Ewung. Nee. Ich will natürlich jetzt auch nicht den Abstand verlieren, jetzt zu den ersten zwei. Aber wir haben ja 14 Runden. Was geht dafür? Das ist eine so rein. Ich fahr einfach mal ein bisschen gemächlicher. Und dann schließt du langsam auf. Dann fällt es auch keinem auf. Nicht, dass wir hier Stallorder oder sowas haben. Dass wir noch disqualifiziert werden, weil ich dich vorbeilasse. Ne, wir sind ja nicht mehr in einem Team, weil es gibt ja hier keine Teams. Oh, jetzt habe ich aber viel zu stark abgebremst. Aber zurück überholen darf ich schon, gell? DRS ist leider noch nicht aktiviert, hätte ich noch eine Runde warten sollen. Wenn er sich den Windschatten holt, gell, von mir. So ja, also da siehst du es ja, also es bringt schon ein bisschen was. Ja, aber ich mit dem Computer reinfahren, also hinter dem dann natürlich. Du musst wirklich ganz genau die Linie hinter ihm nachfahren, das ist halt nicht ganz so einfach. Oder manchmal spürt man es auch gar nicht so sehr. Die Marie, gell, das ist ja, ey, das ist ja unglaublich. Ja, und du auch hier. Oh, die Batterie ist verleer. Ja. Ich verändere da aber nichts dran. Ich mich da gar nicht aus. DRS ist an. Ja, stimmt. Aber wer bremst, verliert. Ja, aber leider ist es einmal kurz. Wer bremst, gewinnt. Wer bremst, der gewinnt. Anscheinend. Mal sehen, wer besser ausbeschleunigt. Ja, nee. Ich merke es irgendwie mit dem ERS, dass ich nicht mehr volle Leistung habe, wenn ich Gas gebe. Also mit dieser Anzeige da unten. Meine ich zumindest zu merken, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber beschleunigt nicht so gut raus wieder. Bei manchen Kurven. Jetzt habe ich vielleicht ERS, aber ich glaube, ich bin zu weit weg gewesen. Ah, jetzt willst du extra hier Schlangenlinien fahren, damit ich nicht deinen Windschatten habe. Irgendwie muss ich es ja rausholen, oder? Er hält sich echt gut, ja. Der Poller hier, den habe ich in der letzten Runde mitgenommen. Das stört uns jetzt nicht mehr. Box, komm diese Runde rein. Ich soll in die Box jetzt. Ja, jetzt schon. Ja, ja, nee. Bin mir auch. Nicht so früh. Jetzt habe ich dich da doch ein bisschen abgelenkt. Es war knapp, ich war eigentlich schon vorbei. Fast. Also man muss auch ein bisschen Abstand halten, gell? Ich will es nur sagen, das war jetzt gerade schon ziemlich eng. Habt ihr nicht gesehen. Achso, ja, okay. Gut, das ging mir ja auch so. Aber die KI-Stärke ist eigentlich perfekt jetzt hier eingestellt. Ja. Vielleicht haben sie da auch noch was dran getan, dran gearbeitet. Kommt kein Update, oder? Ich krieg das nicht mit auf der Xbox, ehrlich. Achso. Ja.
Nein. Ich soll echt an die Box jetzt fahren. Ja, ich vierten auch. Von 14. Mhm. Du musst jetzt die Box fahren. Ja, ich muss nicht. Ja, so. Kann mich auch keiner zwingen. Ich bin ein freier Mensch. Okay, bei 40% Abtrieb. Nee, ich muss schon rein. Reifen sind zu kaputt. Oh, sehr schönes Überholmanöver, aber ob du das halten kannst. Geh weg. Das war echt gut. Boah. Ich fahr mal in die Box. Der will mir da reinfahren die ganze Zeit. Ah, ich bin nicht reingefahren, fuck. Aha, jetzt mach ich den Undercut. Mit frischen Reifen. Nein. Ach, schaust du mit. Ich geh jetzt mit August auf Gummi. Ja, du hast aber jetzt halt den Rot direkt im Nacken. Oder vor dir, ich weiß nicht, hier nicht. Ich muss auch nochmal rein. Jetzt muss ich mit der Kupplung machen, was war das denn? Okay, das war neu. Dass du die Kupplung hernehmen musst. Okay. Zum Anfahren. Okay. Beim Start nicht, aber hier schon. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Er gibt nicht richtig Gas, was ist da los? Habe ich hier Bremshilfe oder was? Ich glaube wirklich, ich habe Bremshilfe an, weil er gibt nicht immer voll Gas. Oh Gott. Jetzt war ich schon an der Box, kann nichts mehr. Kannst du nochmal reinfahren? Ja, genau, nochmal 20 Sekunden verlieren. Das würde passen, gell? Ne, jetzt schalten wir ganz schnell ins Menü. Bremsassistent ist auf hoch, ja, ich hab's doch gemerkt, so kann kein Mensch fahren. Oh, jetzt ist aber ABS nicht aktiviert. Ach komm. Gerade um die Kurve, oder? Ja, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Warum ist ABS kann ich nicht aktivieren? Das ist eingeschränkt als. Habe ich was falsch eingestellt in der Liga? Komm, oh Mann. Ich überhol dich hier. Ich glaube, so komme ich dann nicht mehr so einfach nach vorne. Die Bedingungen. Halt zumindest eine Ausrede. Oh, einer ist ausgefallen, oder wie? 19. von 19. Müssen auch teilweise rein nichts ohne von einer Stunde rein. Schon wie lange das dauert, hey, alle drüber. Bist du übers Ziel? Nee. Ich habe ja da, war auch im Menü drin, also ich werde da. Du bist da hinten, okay. Ein bisschen mehr schauen. Ich bin schon jetzt bin draußen. Ich in der letzten Kurve. Ich bin schon wieder draußen. Sei gut zu diesen Reifen, sagt er zu mir. Reifen blockieren richtig in der Kurve hier. Oh shit. Ohne ABS. Die Reifen sind so komisch geworden. Nee, es ist ABS, weil es nicht aktivierbar ist. Komisch. Jetzt bin ich hinter dem Rot. Oh. Du bist davor, oder? Ja, bin ich. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,0 Sekunden. Egal, ich schaffe es so. Warst du auch schon draußen, wie ich auch. Ja, aber ABS ist halt nervig. Also wenn du den Bremsassistent komplett abschaltest, dann geht auch ABS aus. Das bedeutet, die Räder blockieren immer beim Bremsen. Ja, ich weiß auch, die Blockiersysteme. Deswegen rutsche ich dann jetzt immer um die Kurven. Sieht sehr professionell aus. Jetzt weiß ich, wie es mir ging in den letzten drei Teilen. Übrigens fahre ich schon das vierte Mal Formel 1, ja. Das vierte Mal schon? Mhm. 16, 17, 18, 19. Genau. Ja, habe ich mich vertan. Letztes Mal habe ich gesagt, glaube ich, drittes Mal. So, die ersten 9 sollten dann wahrscheinlich auch an die Box fahren. Ja, die sind jetzt alle draußen, ne? Das ist schon mal sehr gut. Bist du jetzt Erster oder was? Nein, ich werde jetzt wahrscheinlich Erster. Komm, gib Gummi, bevor sie wieder rausfahren. Aber du hast schon einen guten Abstand hier vor dem Boden. Ja, wir sind alle drin. Ja. Erster. Aber da ist noch einer, oder? Du bist... Ich bin Erster. Okay. Jetzt hab ich's nicht gesehen. Dachte, du bist direkt vor dem Boden. Ja, der ist hinter mir. Aber jetzt sind sie alle hinter mir, jetzt brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Das ist schon...
vielleicht so gut wie sicher. Solltest du auch, weil ich komme immer näher. Sage ich jetzt mal so. Das muss ein Druck machst. Ja. Ich habe immer rote Sektoren, es ist schlimm. Nee, es wird nichts. Bevor ich zweite will. Oh Mann, es qualmt, Ich glaube, ich mache den Bremsassistent wieder an, ohne Scheiß, weil so ist es ja echt scheiße. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich immer so schlecht gefahren bin, weißt du, in den letzten Saisons. Ich mache das wieder an, weil es hilft ja nichts. ABS ist aus. Dann mach ihn jetzt niedrig, dann ist nämlich ABS wieder an. Okay. So, jetzt muss ich warm anziehen. Okay, dann viel Spaß. Leute, will ich hören. Nee. Du bist wahrscheinlich irgendwie 15 Sekunden oder so weg bestimmt. Nee, so weit auch nicht. Bist du Zweiter? Nee. Nee, ich bin Vierter. Oh, ja, dann bist du nicht weg. So. Keiner kriegt Windschatten von mir, schon mal sehr gut. Und keiner kriegt DRS vorher. Kriegst du nur eine Sekunde hinter dem Vorder. Oh, ich habe direkt hier einen lila Sektor bekommen. Jetzt, wo ich das geändert habe. Naja, also besser. Komm, wir jetzt mal vorbei. Du bist coolster Horror, ey. Also, wenn jemand dachte, Suzuka ist scheiße zu fahren, dann soll er mal China fahren. Also, die erste Kurve, ich weiß ja auch nicht, ist einfach nicht mal geschrocken. So, jetzt mal schön an dem Rot vorbei. Dritter, wow, Glückwunsch. Ja, danke schön. Nicht mehr lange. Ja. Das ist jetzt wieder Vierter. Nee. Achso. Ja, nach vorne hoffentlich. Schauen wir mal. Oh, ist jetzt schon weit hinten. Ja. Ja. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das gesehen habe und das bestätigen konnte. Dann, dann. Auch für rote Sektoren, glaube ich, war schlecht. Ja, das verleitet halt dazu, gell, wenn man Erster ist, dass man alles ein bisschen schleifen lässt. Ja. Will er mich hier holen oder was? Nee, nee, so geht's nicht. Nur eine Frage der Zeit. Abstand 6 Sekunden, also von daher. Hast du eigentlich schon gewonnen, gell? Jetzt hast du nur ein Hundertstel rausgeholt, 100 Millisekunden. Naja, das hilft noch nichts. Eine Sekunde pro Runde. Sehr weit. Ja, das war halt dann doch das ABS. Glaube ich auch. Ja, aber ich bin ja so normal weitergefahren. Und die Reifen sind immer durchgedreht bei jeder Kurve. Aber du fährst halt auch schon gut. Ne? Das ist halt mehr deine Strecke irgendwie. Ja, weil ich sie zu oft gefahren bin. Aber du bist schon hinter mir jetzt schon langsam. Jetzt kommst du schon. Wo warst du das also? Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Ich probier's.
Oh, da ist er ja schon 4 Sekunden. Oh, du hast 2 Sekunden aufgeholt. Wow. Was ist jetzt? Ja, ich sehe dich jetzt schon, zumindest mal. Ja, ich sehe dich auch schon ganz leicht. Ja, nicht mehr lange. Dann siehst du mich ein bisschen besser. Tut, was man kann. Ja. Okay, die Reifen was sollen noch eine Weile in Ordnung sein. Oh, Bestzeit. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Das fängst du an mit der Bestzeiten, oder? Und lässt mich rankommen und dann ziehst du davon. Ja, ja, ja. Sehr gern. Zweite Sektor schon. Sehr gut. So. K.O. Für DRS reicht das noch nicht ganz, aber nichts so runter. Aber das wird eng. Das wird sehr eng, ja. Ich da noch rankommen ganz. 3 Runden sind es dann noch. Ach, so ist auch in der ersten Liste so wurscht. Hier geht's ja dort um das Meer. Dass wir Spaß haben, ja. Was? Jetzt würde sie mit dem Windschatten können, oder was? Ne, die Eis habe ich mir geholt. Super, der hat nichts geholfen. Doch, ich bin ja schön rangekommen. Oh, Verbindung mit Online-Diensten. Ja, ist schön, wenn er sich verbindet. Ja, schön, ja, jetzt weiß ich übrigens, wo ist er. Ich denke, sich irgendwas manipuliert dann jetzt, hat das. Ja, wo soll ich jetzt hier vorbei? Hey, du bist voll durch ein Schild gefahren, nichts. Ja, was soll ich denn? Wo soll ich denn hin? Nein, ich meine, du bist voll durchgefahren, aber nichts ist dir passiert. Ja, ja, jetzt weiß ich ja, sonst hätte ich ja nicht mal. Es ist halt nicht so ganz realistisch, ja. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen Abtrieb und kann nicht mehr so gut fahren. Aber nicht so viel Grip. Das ist der richtige Begriff. Aber man darf nur einmal einlenken, gell? Also das einmal die Spur wechseln in der Kurve. Und nicht zickzack. Das wird leider hier nicht geahndet. Aber jeden anderen Scheiß ahnen sie. Aber das kann man natürlich auch schwierig in einem Videospiel dann tracken. Ja, oh, kürzt du ab oder was? Ja, genau. Ich kriege die Zeit schon nicht mehr. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Das wird echt ziemlich knapp, glaube ich, gegen Ende hin jetzt hier. Ich hasse die Kurve. Oh, da bist du ein bisschen langsamer rausgekommen.
Da macht er innen zu. Schade. Jetzt bin ich aber schon ganz schön nah dran. Für meinen Geschmack etwas zu nah. Oh, hier wieder verbremst. Das gibt's doch nicht. Das wird echt knapp hier am Schluss. Ja. Das ist es geht bis zur Ziellinie, wirklich. Der Kampf. Hatten wir so auch noch nicht, glaube ich. Ja, aber du kriegst aber schon wieder DRS. Und dann ist es. Aha. Jupp. Schön noch auf Fett stellen. Ja, aber das hilft nicht. Jetzt haben wir jetzt oder nie. Ich, nee. Weg. Ich sag's, ey. Boah, ich sag's. Ja, danke, ja, super. Ey, Wahnsinn, ich hab Kollision bekommen, wir verursacht, ja, super toll. Was ist ja, okay, wir sind einfach zusammen in der enge Kurve rein, ja. Das war's. DRS hat er mir noch gegeben, weil das ist mir jetzt viel, wenn ich von null anfange. Ist vorbei bei dir, oder? Das ist vorbei, ja. Schade. Naja, was ist schade, du hast gewonnen. Ja, ich bin da ein bisschen zu ungestimmt reingefahren. Aber ich krieg doch eine Zeitstrafe noch. Meinst du? Aber er hat nur Kollision angezeigt, also keine Zeitstrafe. Also eine Verwarnung, oder? Ja, nur eine Verwarnung. Aber vielleicht, schau mal. Bei einer Verwarnung kriegst du nichts. Oh, wie du aufgeholt hast, gell? Ja. Da war ein schönes Rennen. Das war echt mal ein schönes Rennen, okay. Auch wenn ich jetzt weitergeworden wäre, das war echt mal echt super. Genau. Dann haben wir China jetzt auch erstmal abgefrühstückt, nachdem wir es 20 Mal gefahren sind. Boah, jetzt muss aber ganz schön weit hinten. Ja, gut, auf der Gerade ist klar. Ja, das ist eh nicht, was er da ganz hinten ist. Ja, mich hat sie einmal komplett gedreht. So, meine Damen und Herren, Fanclub Magazin ist erster Platz und Glückwunsch an Koala Bär für den zweiten Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, danke schön. Sehr gut gefahren. Oh, endlich mal. Es geht die Saison doch richtig gut. Ja, auch mal spannend gewesen jetzt. Weißt? Du hast mir das eine Spiel vor mit Blitzqualifying nicht gegönnt, jetzt bin ich erst... Ich hab's dir schon gegönnt, aber ja, ich war halt einfach dann besser beim zweiten Mal. Ja, endlich mal ein Pokal in der Hand. Ja, okay, nimm dir lieber die Sektflasche in die Hand. Wäre das Wichtigere, den Alkohol zu zeigen, anstatt den Pokal, ja. In China ist es ja dann wieder Alkohol, in Bahrain war es ja dann Rosenwasser. Ach so. Haben ja keinen Champagner. Ja, cool, das war also der große Preis von China. Und es geht dann nächstes Mal weiter mit dem großen Preis von Österreich. Ne, ich weiß es gar nicht genau. Was kommt denn hier danach? Schauen wir mal gleich. Ja. Da müsst ihr euch dann wieder ein bisschen gedulden, bis der dann kommt, bis der online geht. Und als nächstes geht's nach Aserbaidschan. Oh Gott, der Stadtkurs des Grauens. Ja, Prost Mahlzeit. Okay. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Danke dir, lieber René. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke, Patrick. Nächstes Mal gewinne ich wieder. Ja, schauen wir mal, gell? Okay. Also dann wünsche ich euch was. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.